Willkommen zu meinem neuen Video. Heute nur ganz kurz eine kleine Modifikation von dieser Endlötstation ZD915. Die gibt es von mehreren Herstellern, aber die sind anscheinend alle da irgendwie baugleich. Und zwar, es geht um Folgendes. Der Lüfter, der da drinnen ist, der ist dermaßen laut. Und ich sage euch gleich die einzige Funktion, die der hat. Dieser Lüfter macht nichts anderes als den Schamott rauspusten. Weil wenn man entlötet, werden ja durch die ganzen Dämpfe angesaugt und die gehen dann hier durch die Vakuumpumpe. Nur wenn was reingeht, muss natürlich auch was raus. Das heißt, die Dämpfe gehen hier bei dem Anschlussstück raus, verteilen sich im Gerät und werden rausgezogen. Und meine Überlegung, Lüfter weglassen und den Anschluss an den Lüfterport. Und dazu habe ich mir was besorgt. Gibt es in der Apotheke, das nennt sich Infusionsbesteck. Und von dem brauchen wir im Prinzip nur den Schlauch. Ich habe schon den Schlauch vorbereitet. Und dieses Teil mit dem weichen Gummi, weil der Schlauch vom Durchmesser ein bisschen zu dünn ist für hier, aber mit dem kriegt man den dann hier rüber. Und anstatt des Lüfters habe ich mit dem 3D-Programm mir hier so einen Adapter gebastelt. Das STL verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und meine Idee ist jetzt, den Schlauch hier drauf zu fädeln. Das muss natürlich streng gehen, weil das soll ja halten. Und das reicht schon. Dann wird das hier hinten statt dem Lüfter angeschraubt. Und das befestige ich jetzt hier. Gut, das mache ich jetzt kurz off-cam, weil mir da ist die Kamera ein bisschen im Weg. Moment bitte, wir sehen uns gleich wieder. Jetzt ist sie eingeschaltet. Wenn ich jetzt auslöse, boostet er hier schön stark raus. Gut, jetzt muss man nur noch das da irgendwie da ein bisschen schöner fädeln. So. Und hier festschrauben. Moment bitte. Wenn ich jetzt auslöse, pustet er hier den ganzen Schamott von der Vakuumpumpe heraus. Herrlich. So, die Entlötstation tut wieder. Und diesmal ohne ganz lauten Lüfter. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.